Und das Spielfeld ist gut in Schuss, sagt doch Peter Engel, hat der Präsident der Mannheim Tornados. Also die Corona-Pause, die hatten Sie tatsächlich auch halbwegs ordentlich nutzen können oder sagen wir es mal so, das Beste draus gemacht. Ja, das kann man so sagen. Wir haben während der Corona-Pause viele Dinge sind wir angegangen, die wir vielleicht, wenn die Saison im April gestartet hätte, nicht so hätten ausführlich und grundlegend ändern können oder verbessern, optimieren können. Und wie unser Coach eben gesagt hat, dass die beiden Spieler bereits schon im Ende März hier aufgeschlagen haben und während der Zeit auch hier trainiert haben, ohne wirklich zu wissen, wie es weitergeht, das hat auch einen gewissen Vorteil. Mhm. Definitiv. Und die Mannschaft hat in dieser Zeit gut trainiert. Sie war oft viel zusammen. Man konnte viele Dinge in Ruhe einstudieren. Also so gesehen war das eigentlich jetzt gar nicht mal unbedingt. Es war vielleicht der Vorteil im Nachteil oder wie auch immer man das formulieren möchte. Ja, dann ist natürlich die Frage, welchen Vorteil hat diese halbierte Saison, die es ja nur noch gibt? 7 Spieltage, also 7 Doppelspieltage, heißt 14 Spiele, dann bis zu einem Halbfinale. Wie sehen Sie dem entgegen? Wie sind Sie aufgestellt? Ja gut, natürlich grundsätzlich dadurch, dass sich der dass sich die Saisoneröffnung immer weiter verzögert hat nach hinten und es zwischenzeitlich sowieso mal grundsätzlich gar nicht klar war, dass überhaupt gespielt wird, ist jetzt mit diesem Modus eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden worden. Das Ganze ist natürlich jetzt relativ komprimiert. Das hat einen gewissen Vorteil, dass es halt jetzt jedes Wochenende Baseball gibt. Wir hatten manchmal schon Spielzeiten, da war dann 3-4 Wochen lang gar nichts. Da haben die Leute schon gefragt, ist die Saison zu Ende? Spielt ihr eigentlich noch? Und jetzt geht es halt bam, 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 wie überall anders auch, Termindichte. Und die Saison geht maximal für die beiden Finalisten bis Mitte Oktober. Ja, eben wie eine Baseballpartie selbst. Schlag auf Schlag geht es dann. Natürlich haben Sie auch gewisse Herausforderungen, was Hygienekonzepte angeht etc. Wie sind Sie da aufgestellt? Worauf muss man achten? Ja, wir müssen uns richten nach den Hygieneverordnungen des Landes Baden-Württemberg. Da gibt es Anordnungen und Regeln. Die sind bekannt, die sind schriftlich hinterlegt. Da gelten die Abstandsregeln, da gilt die Maskenpflicht, wenn man sich auf dem Gelände bewegt. Am Sitzplatz selbst braucht man die Maske nicht. Es geht auch um das kulinarische Angebot, dass wir eben Becher ausgeben und keine Flaschen, also nichts in Gläsern servieren. Und man muss sich eintragen, wenn man das Spielfeld betritt. Und solche Dinge, das, auf sowas muss geachtet werden. Und das werden wir auch mit Plakativ, werden wir das überall die Leute freundlich darauf hinweisen, dass sie sich bitte an diese Regeln halten. Nur so können wir das Ganze ordnungsgemäß und entspannt durchziehen. Ja. Blicken wir noch mal kurz auf das Kadergeschehen. Also gerade auch in dieser Zeit ist natürlich auch viel Spannendes, was so über die Schreibtische geht. Aber wie läuft das denn eigentlich, gerade auch so auf dem Präsidentenschreibtisch oder dem Trainerschreibtisch? Wie kommen Sie an die Spieler? Geht das über Berater? Bieten sich Spieler selbst an? Also es gibt unterschiedliche Wege in der Tat. Es gibt Spieler, die sich anbieten. Unser Coach hat ein hervorragendes Netzwerk. Juan Martin kennt Spieler aus der ganzen Welt, weil er selbst sehr aktiv war, über viele Jahre schon. Er hat beste Beziehungen. Und es gibt Spieler, die sich anbieten. Es gibt Spieler, die haben Berater. Es gibt Spieler, die dann in anderen Ligen, wo dann nicht gespielt wird, die dann aber trotzdem gerne spielen wollen. Und die dann auf. Jetzt haben wir zum Beispiel, nur als Beispiel, haben wir jetzt in letzter Sekunde haben wir den schwedischen Nationalcatcher verpflichtet. Der junge Mann ist 18 Jahre alt und der will hier spielen. Und er hat kurzfristig angefragt über einen Mainzer Kollegen, auch einen schwedischen Baseballer, ob er hier noch unterkommen könnte. Und jetzt wird er hier für uns catchen, also beziehungsweise wir brauchen ja einen zweiten Catcher neben Moritz Höhlein. Und es gibt also, wie gesagt, unterschiedliche Wege und dann muss halt abgestimmt werden, was kann man diesen Spielern anbieten, wie sie hier in der Zeit, wo sie da sind, können sie hier vielleicht nebenher ein bisschen was verdienen oder können sie hier wo sie wohnen und dass sie halt eben auch in der Zeit hier sich wohlfühlen. Das ist ganz wichtig, weil nur wenn sie sich wohlfühlen, dann sind sie auch bereit, optimale Leistungen zu bringen. Also das ist logisch. Ja, also und dann drücken wir die Daumen, dass es am Wochenende ordentlich läuft und mit einem guten Auftakt losgeht in die Saison. Peter Engelhardt. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Grüße an das Team.